Michael Zurk ist der Knoten wieder geplatzt. Letzte Woche ein Treffer in Bochum. Und der VfL Osnabrück ist sein Lieblingsopfer. Bisher 7-mal gegen diesen Gegner angetreten. 7 Treffer von Michael Zurk. Jos Luhukay hatte eine offensive Formation gewählt. Neben Zurk noch Stefan Hein gestellt und dahinter Thomas Oerl. Die Augsburger in den weißen Trikots. 4 Minuten gespielt, erstes Foul von Benčić und De Jong führt aus. Hoppla, erste kleine Unsicherheit bei Timo Berbig. Carsten Baumann musste 2-mal wechseln, Lindemann verletzt, dafür Tirala im Team. Nickenich in der Innenverteidigung wurde durch Balletta ersetzt. Niki Adler, Simon Jentsch. Die Mannschaft von Jos Luhukay, absolut Chef im Ring in dieser Anfangsphase. Ballverlust Balletta, Bellinghausen und da ist Stefan Hein. Hein und hier kommt Zurk und da ist das 1:0. 8 Minuten gespielt, wer sagt's denn? Sein Lieblingsopfer muss wieder bluten. Aber schauen wir auf den Ballverlust, der ist natürlich entscheidend. Und dann Bellinghausen mit ungeahnten technischen Fertigkeiten. Stefan Hein macht das prima. Und das ist eben ein Top-Torjäger, Michael Zurk. Wieder eine frühe Führung für Augsburg. Und achten wir auf Zurk. Da zeigt er an, hier bin ich. Lejan ohne Abwehrchance. Und Michael Zurk nicht nur beweglich, wenn der Ball dabei ist. Der VfL Osnabrück hatte Schwierigkeiten, überhaupt in die Partie zu kommen. Stefan Hein. Oerl. Zurk, Stefan Hein und Berbig. Die drei Offensiven harmonierten prächtig. Und wir sehen in dieser Einstellung, es war kein Abseits. Oben hält ein Osnabrücker Hein im Spiel. Also gleich die Gelegenheit zum 2:0. Mitte der ersten Halbzeit kamen dann die Gäste etwas besser ins Spiel. Sanko verliert den Ball. Benjamin Siegert. Mit Glück Siegert und Benčić verpasst ganz knapp. 32 Minuten waren da vorbei. Die erste seriöse Gelegenheit der Gäste. Siegert schoss ja das 3:2 gegen Aue. Mörle geht nicht energisch genug dazwischen. Noch 5 Minuten zu spielen. Freistoß Sebastian Tirala. Der hat einen präzisen Schuss. Jentsch. Carsten Baumann ging mit 0:1 in die Pause. Torschütze Michael Zurk. Und wir geben Ihnen genau 20 Sekunden. Einmal tief durchatmen, dann sind wir mit der zweiten Halbzeit zurück. Zu Beginn der zweiten Halbzeit begrüßte Michael Zurk Momo Djabang. Denn Djabang hat von 2006 bis 2008 beim FC Augsburg gespielt. Er kam bei den Gästen für den enttäuschenden Benčić. Thorsten Oerl. Quackmann, wieder Thorsten Oerl und ein feiner Pass auf Michael Zurk. Zurk! Was für eine Möglichkeit für Michael Zurk. Achten Sie mal auf den feinen Pass von Oerl. Nicht im Abseits Michael Zurk. Und hier erleben wir, dass eine Tormaschine durchaus auch menschlich ist. Denn solch eine Gelegenheit lässt sich Zurk nur ganz selten entgehen. Dickes Ding. Der VfL Osnabrück mit Niki Adler und Bellinghausen geht dazwischen. Elfmeter, ja oder nein? Bellinghausen spielt den Ball, also der Schiedsrichter Welz hatte recht, weiterlaufen zu lassen. Es war jetzt ein richtig gutes Zweitligaspiel. Ecke De Jong. Und Sanko. Guter Schuss des Innenverteidigers, der bis hierhin die besten Zweikampfwerte aller Zweitligaspieler hat. Bellinghausen spielt seine Schnelligkeit aus. Axel Bellinghausen gegen Engel.
Und Bayer! Nächste gute Möglichkeit für die Augsburger. Sie haben ja erst ein Gegentor kassiert in dieser Saison. Konstantin Engel. Engel auf Adler. Bellinghausen kommt. Niki Adler, das macht er klasse. Nils Hansen. 1:1. Etwas über eine Stunde gespielt. Nils Hansen mit dem Ausgleich. Und natürlich der Fehler durch den eingewechselten Traoré. Engel hatte aufgepasst, hier mit etwas Glück. Und Niki Adler macht das mit viel Übersicht. Da schaut er, Nils Hansen hebt die Hand. Und dagegen gibt es kein Einspruchsmittel. Keine Chance zur Abwehr für Simon Jentsch. Alles wieder auf Null gestellt. Der VfL Osnabrück wieder im Spiel. Nils Hansen hatte auch schon in München bei 1860 getroffen. Freistoß für die Augsburger. Und dann liegt plötzlich Engel am Boden, krümmt sich vor Schmerzen. Was war passiert? Engel hatte provoziert und dann reagiert Sanko. Beide hätten die gelbe Karte sehen müssen. Schiedsrichter Welz hatte die Situation nicht exakt sehen können. Berbig. Mörle wartet auf Jentsch, der kommt nicht. Tirala setzt sich durch. 2:1. 65. Minute. Sebastian Tirala bringt den VfL Osnabrück in Führung. Mörle und Jentsch am Boden. Schauen wir genau hin. Was war passiert? Hier setzt Tirala nach. Mörle wartet. Jentsch kommt nicht. Also eine richtige Entscheidung, das Tor gelten zu lassen. Jentsch hat den Ball nicht in der Hand. Der Ball frei. Und insofern ist das alles richtig entschieden. Erstes Tor von Tirala für seinen neuen Verein. Er kam ja von Borussia Dortmund. Simon Jentsch musste nach dieser Szene raus. Verdacht auf Gehirnerschütterung am Siff. Noch ohne Einsatz in der zweiten Liga ging in den Kasten. Traoré gegen Engel. Und das war eine rüde Attacke von Konstantin Engel. Und er war schon vorbelastet mit der gelben Karte. Also Platzverweis. Zu Recht gegen Konstantin Engel, 16 Minuten noch zu spielen. Da geht er ab, beklatscht höhnisch den Schiedsrichter, das sollte er lassen. Der Platzverweis war berechtigt. Der FC Augsburg legte noch mal eine Schippe drauf. 4 Minuten noch auf der Uhr. Wieder Bellinghausen, der schob unermüdlich an. Traoré und hier kommt Earl, 2:2. Thorsten Earl mit seinem zweiten Tor. 3 hat er vorbereitet. Richtig guter Einkauf von Werder Bremen. Die Offensivabteilung konnte also doch noch mal zuschlagen. Der eingewechselte Traoré und keine Chance für Berbig. Und Axel Bellinghausen mit einem Jürgen Klinsmann-Gedächtnistritt. 1997 trat er in die Tonne. Heute wird die Werbung einfach umgeblättert, während Klinsmann in der Tonne ja stecken geblieben war. Bellinghausen, Nachspielzeit läuft. Und die Möglichkeit für Earl. Mann, oh Mann. Haben sie heute viel liegen lassen, die Augsburger. Es war die allerletzte Möglichkeit. 2:2, der Endstand in einem richtig guten Zweitligaspiel. Für die Interviews haben wir unseren jüngsten Nachwuchsreporter in die Spur geschickt, Leon David Turk.